Servus, ich bin wieder dabei beim Markt, Tom Oehler mein Name, und jetzt sage ich jetzt nur, wie man einen Stop-It-Drop macht. Stop-It-Drop würde man üblicherweise eher im technischen Gelände anwenden. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Spitzgehre habt, wo nur eine Stufe mit drinnen ist, dann könnt ihr dort einen Stop-It-Drop machen. Stop-It-Drop ist aber dann meistens eine Technik, die eigentlich nicht sein müsste, aber ziemlich geil ausschaut, wenn sie funktioniert. Grundprinzip ist folgendes. Ich stehe oben an der Kante, da ist quasi jetzt meine Stufe. Und ich stelle mir in dem Fall einfach die Spitzgehre vor, weil da keine ist. Die Technik ist aber grundsätzlich die gleiche. Als Grundlage, ganz wichtig, ihr müsst den Versetzer wirklich drauf haben. Ohne dem geht es nicht. Wenn das noch nicht funktioniert, dann definitiv vorsichtig anfangen und auch nicht gleich auf so eine hohe Stufe gehen. Also da reicht eigentlich eine Bordsteinkante, da kann man die Technik genauso probieren. So. Wir rollen an, wie immer, der Schokoladenfuß ist vorne im technischen Gelände immer Grundvoraussetzung, Pedale waagrecht. Aus der Position dann, ich leite das ein mit einer blockierten Vorderbremse, muss mich dementsprechend gleich wie beim Umsetzen wirklich aus den Pedalen ein bisschen rausdrücken und ordentlich Druck auf den Lenker geben, aber das wisst ihr ja schon, ihr könnt es ja schon umsetzen. Wenn ich jetzt das Vorderrad gehe, versetze ich das Hinterrad eher nach außen in dem Fall, also nach links rüber. Und schaut mal auf die Position vom Vorderrad, wo das steht. Das ist ganz wichtig. Ich bin eigentlich mit der Vorderradachse schon über die Stufe hinaus. Dadurch ist das Vorderrad schon so, ja, sobald ich die Vorderbremse eigentlich loslasse, rollt man das weg. Das ist Grundvoraussetzung. Und aus der Position kann ich immer nur ein bisschen wegdrücken. Und das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, ist, dass das Vorderrad einfach so runterfällt. Dann bin ich vielleicht ein bisschen zu nah an der Kante, aber ich gehe zumindest nicht vorne über den Lenker drüber. Das ist ganz wichtig. Also, Präzision ist da das absolute A und O. Ich muss schauen, dass ich, wenn ich aufs Vorderrad gehe, mit der blockierten Bremse eh schon so ein bisschen über der Stufe bin. Und dann kann ich die Bremse loslassen und mich so seitlich runterfallen lassen. Und ab und zu ist es auch nötig, dass ich immer nur ein bisschen von der Kante wegdrücke, je nachdem, wie dann die Kurve wirklich in der Praxis ausschaut. Ich zeige es euch einmal. Kleiner Sicherheitstipp noch, wenn ihr das Ganze probiert, probiert es auch wirklich mal im Flachen, so ganz leicht bergab vielleicht, dann Stoppi machen und wirklich mal lang auf dem Vorderrad stehen und diesen Moment ein bisschen genießen. Und wenn das klappt, dann klappt es da oben auch leichter, beziehungsweise wenn ihr es übt, wirklich kleine Schritte, also Bordsteinkante reicht am Anfang und dann langsam steigern. Liebe Leute, also ich melde mich kurz zu Wort, super fortgeschrittene Technik, aber einige von euch können ja schon versetzen, wir haben da schon viele Videos gemacht, ich verlinke auch mal eins von denen und dann schaut euch jetzt erstmal an, wie der Thomas macht, dann hat er echt noch ein paar gute Tipps für euch, wenn ihr das üben wollt, natürlich immer Schritt für Schritt. So schaut's aus. Also ganz normal langsam anrollen, den Punkt suchen. Wenn also, es dann wirklich drauf hat, kann man halt den Moment, wo man so vorne über diese Kante rausgeht, auch voll genießen. Das ist wirklich geil. Also es sah auch so aus, als hätte es genossen. Damit ihr das macht, müsst ihr euch super wohl auf dem Vorderrad fühlen. Und jetzt zeigen wir mal kurz diese Stelle, wie das Vorderrad zum Stand kommt, dass ihr das mal von nahen seht. Und dann haben wir noch Tipps, wie ihr das halt dann realisieren könnt. Und auf jeden Fall Step by Step. Ja, aber ich glaube, es sieht nicht nur geil aus, es macht auch mega Spaß. Ich muss es auch mal probieren. Ja, und jetzt muss ich ja wieder auf die Kante hoch. Also jetzt kommt wieder die Technik vom letzten Video ins Spiel. Wenn ich da hochfahren muss, wie gesagt, bei jeder Stufe ist es eigentlich die gleiche Technik, Vorderrad drauf, Hinterrad drauf. Jetzt zeige ich kurz mal, wie das ausschauen kann. Also da haben die Erbauer der Strecke wahrscheinlich nicht gedacht, dass hier mal einer hochfährt. Aber gut, da hat man einen Trial-Weltmeister da. Okay. Geil. Ich bedanke mich nochmal bei Tom, also echt mega, dass er euch jetzt hier seine Tipps gegeben hat.
und ich kann auch noch was davon lernen. Ihr wisst ja, man kann sich Schritt für Schritt steigern, ohne dass man direkt kopflos ins Risiko geht. Ja, und da sind gerade bei diesen dreiligen Manöver, wo nicht so viel Geschwindigkeit ist, auch immer Spiel nach oben. Man muss nicht den höchsten Drop machen und das Gefährlichste, den weitesten Sprung, sondern man kann sich auch im Filigran steigern. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video und schaut mal bei Tom vorbei. Ich verlinke mal seine Links und dann wisst ihr auch so mal, wo er gerade ist, was er macht. Dann könnt ihr up to date bleiben. Ciao, pfiat euch und viel Spaß beim Radfahren. Ciao.